Küchenfarbkunst. Jetzt geht's los mit Gemüsedruck. Allein mit einer roten Beete und einer Kurkuma-Knolle kann ich ganz kräftige, schöne Farben aufs Blatt bringen. Außerdem benutze ich ein Messer und ein Brettchen. Mein Papier ist fest und saugfähig. Zum Drucken kann aber auch dünneres genommen werden. Ein Schälchen mit ein wenig Wasser könnte euch dienen, falls eure Knollen etwas antrocknen oder um das kräftige Bordeaux-Rot der Beete in hellere Rosatöne zu verwandeln. Leicht anfeuchten reicht, aber das findet ihr dann schon raus. Ich möchte verschiedene Formen und Größen zum Drucken haben. Dafür gehe ich so vor. Als erstes schneide ich die rote Beete in zwei Hälften. Davor entscheide ich, in welche Richtung ich das tue. Die eine Hälfte lege ich beiseite. Damit könnte ich zum Beispiel einen rundlichen Tierkörper oder Kopf drucken. Die andere schneide ich auch halb durch. So bekomme ich zwei Viertel. Ob ihr wohl mitkriegt, was für ein Tier ich damit drucke? Hier genauso. Ein Viertel lege ich beiseite. Von dem anderen schneide ich eine dünne Scheibe ab, sodass ich eine gerade aufgeschnittene Schnittkante erhalte. Mit der kann ich einen längeren Strich drucken. Ein Stück schneide ich nun quer oder in andere Richtung, um kleinere Formen zu erhalten. Zum Beispiel kurze Striche für Beinchen oder Strahlen und Dreiecksformen für Ohren oder Blütenblätter. Mir bleibt ein Stück übrig. Das bewahre ich auf, um es später aufs Blatt zu raspeln. Los geht's! Kennt ihr schon mein Tier? Thank you.
Das werden tatsächlich Käfer von oben. Frische Kurkuma-Knollen sind bei uns ziemlich gut zu finden. Besonders in Naturkost- und Bioläden. Wir kaufen immer wieder davon und haben bemerkt, dass es selten auch mal passiert, dass der Kurkuma innen ganz hell ist. Wir malen und drucken immer mit gelb-orangenem Kurkuma. Wenn er sich biegen lässt, statt auseinanderzubrechen, ist er schon ziemlich ausgetrocknet. Wenn die Schnittfläche keine so gute Farbe gibt, dann versucht es auch damit, eine feine Scheibe davon abzuschneiden. Besonders bei der umwerfenden Farbkraft der Rote Beete können wir eine angetrocknete Knolle in Wasser einweichen oder Schnittkanten kurz tauchen. Der Farbabdruck sieht dann anders, aber auch sehr hübsch aus. Bei uns sind die Knollen tags drauf im Eintopf gelandet. Und so geht's weiter im nächsten Küchenfarbkunstvideo. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.